fliegen durch den virtuellen Wald, den es genauso auch wirklich gibt. Jürgen Rossmann vom Institut für Mensch-Maschine-Interaktion will Arbeitsprozesse im Wald optimieren. Per Mausklick kann er Bäume entnehmen. Sein Programm errechnet dann, wie der Wald in 20 Jahren aussehen wird, wenn zum Beispiel die anderen Bäume wieder gewachsen sind. Maschinen, die Bäume fällen, sogenannte Harvester, richten oft große Schäden an. Viele Bäume werden von den schweren Maschinen in Mitleidenschaft gezogen, große Schneisen in den Wald gefräst. Die Simulation soll all das verhindern. Wir können wirklich die Strategie definieren, wie gehe ich an ein Waldstück heran, welche Wege schaffe ich mir, um alle gewünschten Bäume zu erreichen, und dann natürlich auch die Erntestrategie selbst, wie fasse ich den Baum, wo lege ich die Polter hin, damit das Holz sinnvoll abgefahren werden kann. Ich kann im Grunde den ganzen Logistikprozess planen, bevor der allererste Baum gefällt wird. Dazu muss jeder Baum zuvor exakt erfasst werden. Der Roboter ist mit Laserscanner, Stereokamera und GPS-Empfänger ausgestattet. Weil er mit diesen drei Geräten misst, sind seine Daten sehr genau. Die soll später der Harvester nutzen. Dazu braucht er die gleichen Messinstrumente. Die Lokalisierungseinheit hatten wir schon am Harvester. Ja. Und damit auch bei der Ernte Bäume bestimmt und auch ausgewählt, je nach den Einträgen der Datenbank. Und dementsprechend war es schon im Einsatz, ja, auch hier. Der Harvester arbeitet, wie die Wissenschaftler es anhand ihrer Daten virtuell geplant haben. So hinterlässt er, anders als sonst, keine Spur der Verwüstung. Im Prinzip können wir all die Optimierung in die forstliche Ernte bringen, um sozusagen den Wald so schonend wie möglich zu nutzen. Auch aus der Luft wird der Wald vermessen. Mit dem Oktokopter können die Wissenschaftler nicht nur die Position, sondern auch die Höhe der Bäume bestimmen. Und sie können schnell Veränderungen erkennen, zum Beispiel wenn es Schädlingsbefall oder Sturmschäden in einem bestimmten Gebiet gegeben hat. Mit ihren Daten können die Forscher inzwischen auch Stürme simulieren, wie sie aufgrund des Klimawandels immer häufiger vorkommen werden. Grüne Punkte zeigen den Luftstrom, werden sie rot, wird's gefährlich. Hier nutzen wir also moderne Ergebnisse der Strömungsmechanik, setzen die im Wald um, kombinieren die mit den Informationen, die wir bisher gesammelt haben, und kommen damit zum Beispiel zu Aussagen, an welchen Stellen welche Baumarten gepflanzt werden können, besser nicht gepflanzt werden sollten, wo Schutzeinrichtungen anzubringen sind und so weiter. Noch sind es vor allem die Forscher, die mit dem Wald im Computer arbeiten. Sie sind sicher, Forstwirte weltweit werden das Planen im virtuellen Wald nutzen.